So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Survival Games. Ich bin wieder hier auf Kolheimer, dieses Mal aber mit einem anderen Texturenpaket. Wie man sieht, ich habe das Elfland Texture Pack drinne. Hoppla, jetzt habe ich mein Holzschwert da liegen lassen. Alter! Leck mich! Zwei Schotter aus der Truhe raus. Das fängt schon mal gar nicht gut an. Egal! So, ich würde mal sagen, einfach mal in diese Richtung, über die Brücke, da die Truhe ausräumen und hoffen, dass da ein Schwert drin ist. Wäre schlecht, wenn ich jetzt einfach mal direkt ohne Schwert irgendwie nicht davon kommen würde. Ich habe ein Problem, da kommt nämlich gerade der ist entgegen. Okay, der scheint unaufmerksam zu sein. Hoppla, renn lieber. Lauf, Forest, Gump. Dann einfach hoffen, dass die nicht hinter mir her sind. Gut, sind sie nicht. Was ihr da graues am Himmel seht, das ist die Glaskuppel. Glas ist in diesem Texturenpaket ein bisschen komisch, wie man vielleicht auch am Spawn gesehen hat. Wer sich erinnert, der Spawn von Kalheimor ist fast komplett aus Glas. Und da sieht es halt ein bisschen komisch aus dann, weil Glas hier einfach auch fast komplett vergittert ist. So, eine Eisenaxt, das ist sehr gut. Ein Goldapfel ebenfalls. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal auf Rape Time Tour. Na, Gegner, wo seid ihr denn? Okay, ich fange nicht so an, das kommt nur bescheuert. So, diese Lecker. Danke, Klaus. Wir lieben dich auch. Ich darf nichts gegen ihn sagen, denn vor allem auf dem Teamspeak verstehe ich mich mit ihm verdammt gut. So, mein Freund, du musst jetzt sterben. Also nicht Klaus, sondern der da. Mit Klaus hätte ich Frieden. Also. Fuck. Alter, 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 leck mich. Okay. Battle time! Ups. Gott! Minecraft lässt mir vielleicht 30 FPS zum Atmen. Dann doch viel zu. Vollidiot. Dann nennt sich einer nicht ernsthaft Officer Sexy. Hier Chatbox. Ja, zwei Kills direkt. Das doppelte Punktewochenende ist übrigens vorbei. Was ich an dieser Stelle mal sagen. Hallo? Ich bin hier! Egal. Der hat den Steinschwert, ne? Ohne Witz. Da. Noch eine Enderperle und ein. Halt das was an. Da rein. So. Ich würde sagen. Moment. Mal schauen. Nicht sonderlich interessant. Thomas Peaker ist gestorben. So, erstmal hier die ganzen Truhen ausräumen. So, diesen Ort. Den kennt Senshi übrigens noch ganz gut. Oh Mann, das sind richtig die Räder. Da ist er nämlich mal runtergefallen. Ich weiß nicht mehr in welchem Anlass und in welchem Zusammenhang. Da hat einer dafür einen Champ gekauft, das ist voll und. Larry! falls man fragt, dann ist das eine Freundin von mir und die wurde gerade ernsthaft auf Officer Sexy gefühlt. Das ist ein bisschen bitter. Mach ich mich vorher noch über den Namen lustig und jetzt stirbt sie dran. Naja, weiter im Text. Darauf. So. Melon voll. Das
Wasser ist so bescheuert. Opalien, wenn ihr das seht, die Map ist geil, aber die Stelle ist bescheuert. So, die. Zalkohlen. Maria. Rassikulon. Könnte ja jetzt eiskalt einen Flachwitz raushauen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. So. Einen halben Level habe ich jetzt übrigens. Mal schauen, ob ich noch ein Schwert kriege und das verzaubern kann. Die Axt verzaubern bringt mir hier nicht wirklich was. Da kriege ich nur irgendwie was wie Effizienz oder so drauf. Ah, da haben wir das Schwert. Sogar zwei. So, ich nehme immer lieber das Steinschwert als die Eisenaxt bei. Das Ding mit mehr Range stimmt überhaupt gar nicht. Nein, ich nehme nicht die Eisenaxt, Mann. Also es gibt so ein paar zu, die sagen, ja, das ist so, die Eisenaxt, die hat mehr Reichweite als das Steinschwert und daher ist die besser. Das habe ich jetzt mehrmals ausprobiert, irgendwie merke ich davon genau gar nichts. Da habe ich auch das Gefühl, da hat irgendjemand gerade irgendwas gelabert, die gerade Bock hatte. Stirb bitte. Ein Feuerzeug. So. Das war das richtig unnötige Zeug weg. Und dann schauen, wie machen wir weiter. Die Melone kann auch weg. So. Hoffen, dass hier niemand kommt. Denn ich stehe sehr ungeschickt. Warum mache ich eigentlich nicht so? Lagen hier nicht irgendwo noch Eisenschuhe? Anscheinend nicht. Ja, mir jetzt erstmal egal. Weiter im Text. Ein Step weniger. Könnt ihr jetzt sagen, sehr gut. Aber auch wenn ich mich mit der nicht sonderlich verstehe, ist mir eigentlich recht egal, wie viele Steps online sind und ob Creep hier online ist. Ich mache ja sowieso nichts Böses. Hier sind jetzt noch mit mir 6 Leute im Spiel, darunter der Officer. Schalalalala. Ich habe schon wieder keinen Plan, was ich sagen soll. Das ist wundervoll. Ich habe ja angekündigt, Minecraft Survival Games wird ein fester Bestandteil des Kanals werden. Vor allem, weil der erste Part schon einiges an Aufrufe und an positive Rückmeldung hat. Hat mich richtig überrascht, weil Survival Games ja so ziemlich auf jedem zweiten Kanal auf YouTube überhaupt vorhanden ist. Machen genauso viele wie Leute, die Minecraft an sich let's playen. Und daher dachte ich mir, ja, werde ich euch in Zukunft noch weitere qualitative Aufnahmen zeigen. Jedoch habe ich ein kleines Problem und das wäre einfach die Flüssigkeit. Die Aufnahme besteht zu 100% aus Wasser. Nein, tut sie nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich mache mir halt ziemliche Sorgen darüber, dass es nicht ganz flüssig läuft. Geh doch weg, du Vollpfosten, und kämpf gegen den anderen!
Also, was ich sagen wollte, ich will einfach ein bisschen flüssiger aufnehmen. Ich habe im letzten Part gesehen, wie es doch ein bisschen ruckelt. Oder wie halt die Frames nicht ganz flüssig laufen. Ich habe 30, 40 FPS und ich will einfach ein Programm, wo ich mit knapp 100 FPS, die ich standardmäßig in der SG-Runde Minimum habe, einfach auch das Video haben. Wie ich das mache, werden wir noch sehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.